Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video, nämlich einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute geht es rüber zu unseren Nachbarn in die Niederlande, denn wir haben von der Firma Trix hier etwas sehr farbenfrohes für euch, nämlich einen Intercity, ein sogenannter ICM1 der niederländischen Staatsbahn, und den schauen wir uns heute im Detail an. Der Fahrplan für unser heutiges Video sieht wie folgendermaßen aus. Wir beginnen mit den Informationen zum großen Vorbild, dann geht es weiter natürlich hier zu diesem wunderschönen Modell in 1:87. Es geht raus in die freie Wildbahn, es ist wieder ein Soundmodell heute, das heißt, wir schauen uns die Fahreigenschaften an, hören uns die Sounds an, und dann zum Schluss dieses Videos folgen dann natürlich zum einen mein Fazit und zum anderen die Artikelnummern. Also verlieren wir keine Zeit, legen los. Viel Spaß. Unsere Reise beginnt also nun beim großen Vorbild. Und hier müssen wir tatsächlich schon ein wenig in die Vergangenheit reisen, nämlich ins Jahr 1977. Entwickelt wurde der ICM nämlich im Rahmen des Plan Z zur Modernisierung des Rollmaterials der NS. Talbot in Aachen tatsächlich produzierte nämlich 1977 7 Prototypen eines dreiteiligen Triebwagens für den schnellen und komfortablen Intercity-Verkehr in den Niederlanden. Dreiteilig genauso wie unser Schmuckstück hier. Zuerst kamen sie auf der Relation Eindhoven-Venlo zum Einsatz, danach fuhren sie auch zwischen Amsterdam und Nimwegen. Nachträglich erhielten sie die Bezeichnung ICM-0. 2003 wurden diese Fahrzeuge dann leider bereits schon Z gestellt, aber Nummer 4005 ist im Niederländischen Eisenbahnmuseum in Utrecht ausgestellt. Da war ich auch schon, ich habe mir das Fahrzeug angeguckt und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein Erlebnis, wenn man halt unsere deutsche Eisenbahn so kennt und dann hier etwas völlig anderes sieht, die Einrichtung, das ist alles etwas anderes, und vor allen Dingen hier vorne natürlich der Führerstand, der sich über dem Fahrgastraum befindet. Das ist wirklich eine schöne Sache, denn hier bei diesem Kobloper, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ist es halt die Besonderheit, dass man halt an den Endwagen den Führerstand nicht auf gleicher Ebene wie den Fahrgastraum gesetzt hat, sondern man hat ihn nach oben gesetzt. So hat man nämlich hier die Möglichkeit, in Doppeltraktion zu fahren. Das heißt, ein zweiter Koploper fährt halt hier vor. Die Türen kann man hier öffnen. Es kommt ein Faltenbalg zum Vorschein. Dasselbe macht man auf der anderen Seite. Und das kann man die tatsächlich kuppeln. Man klappt die Klappen runter und man kann dann von einem Zug in den anderen während der Fahrt dann gehen. Und das finde ich sehr innovativ. Der Ausblick vom Führerstand kann ich auch bestätigen, ist wirklich traumhaft, aber es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, mit diesem Zug zu fahren. 1983 begann dann die Serienfertigung der jetzt als ICM-1 bezeichneten Typs. Gegenüber dem Prototypen weisen diese Fahrzeuge zahlreiche Verbesserungen auf, zum Beispiel eine verbesserte Belüftung des Fahrgastraumes. Ab Nummer 4051 wurden dann Shoppersteuerung verbaut und die Typenbezeichnung änderte sich damit dann auf ICM-2. 1990 war es dann soweit, man hat wieder eine Verbesserung dann durchgeführt, nämlich die bisher dreiteiligen Fahrzeuge wurden durch einen weiteren Mittelwagen ergänzt, waren dann somit vierteilig und wurden dann als Serie ICM-3 und dann ICM-4 später dann auch mit Magnetschienenbremse ausgeliefert und auch eingeführt. Zwischen 2006 und 2011 wurden dann alle ICMs sukzessive modernisiert. Die charakteristischen Übergänge wurden seit 2005 dann leider nicht mehr genutzt, um Wartungskosten zu sparen und die Verspätungsanfälligkeit zu senken. Und daher, ja, war das logischerweise dann auch das Ende von dem, was ich gerade eben erzählt habe, nämlich mit diesen wunderschönen Übergängen und den Doppeltraktionen dieser Fahrzeuge. Nachdem dann diese Doppeltraktion dann bei der NS vollständig abgeschafft wurde, wurden diese Übergänge dann auch tatsächlich mit einem Blech verschweißt. Ja, der Innenraum wurde dann aber bei den anderen Fahrzeugen dann auch natürlich komplett saniert. Klimaanlagen und Fahrgastinformationsdisplays wurden nachgerüstet. Die Sitzplatzanzahl wurde um 13% erhöht und somit hatte man dann im Prinzip sehr komfortable und eigentlich fast recht neuwertige Fahrzeuge im Fuhrpark. Eingesetzt werden diese Züge tatsächlich heute logischerweise noch, und primär sind diese Züge auf verschiedenen Relationen in den ganzen Niederlanden im Einsatz. Seltener als Stoptrain, also als Regionalzug, in den Hauptverkehrszeiten sind sie sogar als Nachtzug zwischen Utrecht und Rotterdam unterwegs. Haupteinsatzgebiet unserer Züge sind aber nach wie vor die Intercity-Züge in den Niederlanden und dort überwiegend zwischen Groningen, Leeuwarden und Enschede einerseits sowie Schiphol, Den Haag und Rotterdam andererseits.
In Zwolle und Utrecht werden diese Zugläufe dann geflügelt bzw. vereinigt, aber dann ohne halt die Übergänge, die dann ausgeklappt werden. Höchstgeschwindigkeit unserer Züge hier in den Niederlanden sind 160 km/h. Ja, aber auch der Stern dieser schönen Züge sinkt und so wird es bis 2030 sukzessive immer weniger dieser Züge geben. Die Züge, die dann immer wieder ausgemustert werden, sind dann Ersatzteilspender für die noch im Betrieb befindlichen Züge und wie gesagt, ab dem ersten Quartal 2024 wird dieses Schicksal diese Züge ereilen und dann bis 2030, ja, werden dann alle Züge dieses Typs ausgemustert werden. Ersetzt werden diese Züge durch Wirm-Züge. Das ist im Prinzip ein anderer, modernerer dann Typ dieser schnellen Triebwagen. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende unseres ersten Stops unseres Fahrplans angekommen. Das waren die Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter im Fahrplan. Angekommen nun beim Modell in 1:87, schauen wir uns wie immer an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier, das finde ich das Schöne halt bei Trix, sie haben schöne große Kartons mit einem schönen großen Bild drauf und das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, und im Inneren haben wir einen großen Styroporhalter, worin die Züge dann sicher verpackt sind. Sie sind einzeln, logischerweise, man nimmt sie raus. Wir haben elektrische Kupplungen hier und die kann man dann einfach die Wagen etwas ankippen und dann Daumen drunter und dann kann man sie sehr leicht kuppeln bzw. entkuppeln. Die Stromabnehmer hier oben sind wirklich sehr schön und filigran, federn auch sehr schön zurück. Die Bedruckung finde ich hervorragend, trennscharf, man kann alles wunderbar erkennen. Auch die Umsetzung des Führerstands hier oben, wo ich ja eben schon gesagt habe, dass wirklich etwas Besonderes ist, finde ich auch sehr schön umgesetzt. Leider fehlt ein Lokführer, aber
das ist zu verschmerzen. Man kann das Gehäuse relativ einfach dann abnehmen und dann das ergänzen. So, was ist außerdem mit dabei? Nicht viel, muss ich wirklich tatsächlich sagen. Wir haben hier das allseits bekannte Tricks-Heftchen, wo zum einen erstmal die Sounds dran stehen, allgemeine Hinweise, und dann haben wir hier auf der, hier sind übrigens die Sounds, im hinteren Teil haben wir dann zum Beispiel einmal das Ersatzteilblatt von den Endwagen und dem Mittelwagen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, oh, mit einer Hand umgeblättert. Dann haben wir hier die Informationen, wo wir das Modell ölen sollen, alle 40 Betriebsstunden soll man das ölen. Dann hat man hier die Informationen, wie man das Gehäuse abkriegt, hier hat man die Informationen, wie man die Haftreifen wechselt und so weiter und so weiter. Sehr übersichtlich, sehr klein gehalten, aber was ich tatsächlich vermisse ist hier Thema Zurüstteile. Zurüstteile haben wir hier nicht bei, also das heißt, das Fahrzeug ist komplett zugerüstet. Das, was wir jetzt hier drin haben, ist zum einen die besagte starre Kupplung für eine Doppeltraktion, und dann hat man die Möglichkeit hier vorne, das musste ich mir selber ein bisschen beibiegen und schauen, wie das jetzt wirklich gemeint ist, hier vorne diese Abdeckung, die kann man herausnehmen, und dafür kann man dann hier diesen Faltenball bzw. zuerst die Tür dran setzen. Und dann hat man die Möglichkeit, mit dem Faltenbalg und dem Türelement dann sozusagen einen Übergang zu simulieren. Das gleiche natürlich bei dem anderen Fahrzeug, und schon hat man dann nicht nur unten die Kupplung, also die Züge miteinander verbunden, sondern halt auch den Übergang. Eine schöne Sache, aber ich finde es wirklich schade, dass es hier nicht wirklich explizit erklärt wird. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, wenn man sich das anguckt, ist es im Prinzip dann auch logisch, und es ist wirklich sehr einfach, 2-3 Handgriffe und das Fahrzeug ist umgerüstet. Wie eben ja schon gesagt, macht das Fahrzeug von außen wirklich einen sehr schönen Eindruck. Innen geht dieser Eindruck dann weiter. Wir haben durchgehend eine wunderschöne Inneneinrichtung. Serienmäßig verbaut haben wir auch eine Innenbeleuchtung. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schmerzhaft ins Auge fällt, ist hier im Antriebswagen, der auch wirklich richtig schwer ist, also das merkt man wirklich richtig, ist, dass die Beleuchtung ungefähr nur bis zur Hälfte geht und dann abrupt aus ist. Hier vorne ist logischerweise dann Motor und die gesamte Elektrik verbaut. Das ist ein bisschen schade, lässt sich aber wahrscheinlich nicht anders umsetzen. Dafür haben wir hier im Mittelwagen und auch hier in dem nicht angetriebenen anderen Endwagen eine schöne durchgehende Beleuchtung und auch Inneneinrichtung. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, es hat wirklich sehr Spaß gemacht, mit dem Fahrzeug hier über die Anlage zu düsen. Die Kurvenfahrten sind sehr schön gestaltet, die elektrischen Kupplungen sind wirklich sehr robust, also da auch in Kurvenfahrten kein Problem mit irgendwelchen Stromabbrüchen oder sonstiges. Fahrtrichtungsabhängig wird der Strom abgenommen, das heißt, wir haben einmal hier vorne Stromabnahme und einmal hier Stromabnahme. Das hört man auch, wenn man die Fahrtrichtung wechselt, dass ein Relais klickt. Brava macht es aber zum Beispiel auch, also insofern, es stört vielleicht ein bisschen das Klicken, aber wie gesagt, es ist zu verschmerzen. Und ja, ansonsten kommen wir zu den technischen Sachen unseres Zuges. Wir haben hier natürlich auch die Zugzielanzeige Hoek van Holland. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen. Wir haben hier die Betriebsnummer 4015 und den Betriebszustand der Epoche 4 im Auslieferungszustand 1984 bis 1988. Wie eben ja schon gesagt, hier beim Motorwagen merkt man es auch wirklich richtig im Gewicht, nämlich der Endwagen ist aus Druckguss, wir haben einen geregelten Hochleistungsantrieb mit großer Schwungmasse, wir haben insgesamt, haben wir hier zwei Achsen, nämlich die vorderen, angetrieben, von diesem Drehgestell wird Strom abgenommen. Von der anderen Seite werden von beiden Drehgestellen Strom abgenommen, und hier vorne am angetriebenen Drehgestell haben wir auf der ersten Achse auf beiden Seiten jeweils einen Haftreifen. Beim Spitzenlicht hat Trix auch darauf geachtet, dass bei den Niederländern das Spitzenlicht nicht wie bei uns schön weiß ist, sondern so einen leichten gelben Schleier oder gelben Schein hatte. Das hat man hier auch wunderschön umgesetzt, also sprich das Spitzenlicht ist leicht gelblich und auch die roten Lampen sind da natürlich etwas gelblicher gehalten. Innenbeleuchtung mit warmweißen LEDs, wie ja eben schon gesagt. Wir haben auch die Darstellung der Scharfenbergkupplungen mit Abdeckung und für die Doppeltraktion liegt besagtes Zurüstbeutelchen bei, was ich euch ja hier eben vorgestellt habe. Die Ausführung hier im Auslieferungszustand der Endwagen sind mit geschlossenen Übergangstüren und hier der Umbau ist aber auch relativ schnell und problemlos dann auch durchführbar. Gesamtlänge unseres Zuges sind 86,6 cm und wir haben hier einen Längenmaßstab von 1:93,5. Mindestbefahrbarer Radius hier ist R2, also bei Rocco, also mit dem Zug hat man eigentlich keine Probleme auf sämtlichen Anlagen.
Außerdem am Schluss sei noch erwähnt, dass wir hier nicht nur einen digitalen Soundtechnologie drin haben, nämlich dieser ist auch RailCom-fähig. Das heißt, auch auf RailCom-fähigen Anlagen setzt man das Fahrzeug drauf und schon hat man es in voller Pracht in seiner Central Station oder in einer anderen Control Unit. Ja, Freunde, das war es zum Modell hier in 1:87. Wir machen weiter im Fahrplan. Thank you.
leider schon wieder am Schluss unseres Videos heute angekommen, kommt natürlich nun mein Fazit. Ja. Endlich mal wieder ein Triebzug, kann man sagen. Und ich kann sagen, dass ich wirklich Spaß hatte mit diesem sehr schönen kleinen Triebzug auf der Anlage. Es sind wirklich schöne Sounds. Vereigenschaften sind wirklich schön. Er fährt schön sanft an, hält schön an. Das Bremsenquietschen ist authentisch und realistisch. Auch hier, wenn man mal einen Stromabnehmer aus- oder einfahren möchte, kann man das auch problemlos machen. Die Inneneinrichtung finde ich schön, die Beleuchtung finde ich schön. Wie gesagt, das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass hier vorne im Motorwagen dann plötzlich die Inneneinrichtung und auch die Beleuchtung aufhört und alles dunkel und schwarz ist. Das ist leider ein bisschen schade, aber wie gesagt, technisch, ich denke mal, nicht anders machbar. Schön wäre natürlich auch, wenn man sich jetzt einen ICM 4 zum Beispiel kauft, also sprich den von Trix in einer vierteiligen Version, haben wir ja eben gelernt, ICM 4, und dann schön in Doppeltraktion fahren. Ich denke mal, das ist dann ein Highlight auf jeder Anlage. Und vor allen Dingen, Gelb ist einer meiner Lieblingsfarben, also insofern, es ist wirklich ein schöner Triebzug. So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten für euch, nämlich zu den Artikelnummern. Das Fahrzeug, so wie wir es euch hier heute vorgestellt haben, gibt es von der Firma Trix für Gleichstrom ab Werk bereits mit Sounddecoder ausgestattet unter der Artikelnummer 25425. Für unsere Wechselstromfreunde gibt es das Fahrzeug natürlich auch 1:1, so wie ich es heute euch hier vorgestellt habe, aber dann von der Firma Märklin, dann in der Wechselstromausführung logischerweise, und dort ist es die Artikelnummer 39425. Solltet ihr jetzt Fragen zu unserem Modell oder unserem Video hier haben, es ist kein Problem, habt ihr zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ihr benutzt die Kommentarfunktion hier unter dem Video oder ihr schreibt uns eine Mail an info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen, ihr kennt es, werden wir uns schnellstmöglich bei euch melden. Ihr wollt dieses wunderschöne Züglein hier für eure Anlage haben, das ist auch kein Problem. Geht einfach auf unsere Homepage www.modellbahnunion.com, gebt oben in die Suchzeile dann eure gewünschte Artikelnummer ein, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. So einfach ist das bei uns und so einfach geht das heutige Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage, bleibt gesund, stets HP1, bis zum nächsten Mal und tschüss.